Ja, und da und mit diesem random Scheiß, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Paper Mario. Ja. Prost, liebe Leute. Münzziel lässt grüßen. Ja. Letztes Mal sind wir in Chapter 2 angekommen. Also das ist richtig. Und mussten Briefe von dem Postboten der Deutschen Post sammeln. Wie ich ihn gerne nenne. Den lieben Power Carry. Wie ist das mit einer bestimmten Dinge? Da gibt auch keine Heilung. Und dem lieben Dude fehlt noch. Wie viele Briefe? Oder warte mal. Schon mal jetzt mal haben wir ja die Briefe gefunden und mussten haben wir die Parkbands. So. Hier ist mal ein Brief. YouTube-Schnauze. Obwohl, aber es ist einer von denen, die ich versehentlich verloren habe. Vielen herzlichen Dank. Aber einer fehlt mir leider noch immer. Wenn es irgendwie möglich ist, darf ich nochmals um deine Hilfe bitten. Ich ziehe hier wirklich jeden Stein, aber bis jetzt hatte ich noch kein Glück. Du, wenn du hier bist, erklärt sich das, glaube ich, von selbst, oder? Ja. Letzter Brief, du hast ihn gefunden. Jetzt habe ich die ganze Post, die ich verloren habe, zumindest die von heute. Oh, nochmals herzlichen Dank. Du bist ein wahrer Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendetwas tun, das wieder gut zu machen. Eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich nicht nur auf dem Krippenbergbrief verloren. Es ist ja wirklich wie die deutsche. Die deutsche Post, glaube ich. Also wir während des Fluges über dem gesamten Königreich für die abhanden gekommen sind. Wer hat dich nur eingestellt? Tja, weißt du, du wirst ziemlich gut empfinden von Briefen. Wirst du während deiner Reise wohl ein Auge für mich aufmalten? Als ging es, biete ich dir meine Hilfe an. Nicht akzeptiert, nicht Spaß. Oh, gepriesen seien die Sterne, der Gedanke, die Briefe allein suchen zu müssen, war nicht besonders schön. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich werde helfen, wo ich nur kann, du sollst es nicht bereuen. Das hoffe ich. Parker gehört nun zum Team. Drücke C-Stick nach unten, um ihn Mario ein Stück tragen zu lassen. So kann Mario kurze Abgründe überqueren, über die er selbst nicht springen kann. Im Kampf kann man mit Luftangriff oder Panzerwurf einen Gegner in den Hosenboden Sturm ziehen. Ah ja. Geht aber los. Ach übrigens. Wenn ich jemanden einen Brief zustellen soll, dann sprich einfach mit der betreffenden Person. Okay. Allerdings musst du mich vorher als Teammitglied ausgewählt haben. Ich muss an deiner Seite sein. Ah, okay. Vergiss es nicht, ja? Ja, weil ich mich vergessen habe, sorry.
Sag mal, warum lag's jetzt auf einmal? Wartet kurz, ich starte das Ganze kurz nochmal neu. So, da habe ich kurz die Aufnahme neu gestartet in das Game, weil es gerade so gelaggt hat. Ja. Dann machen wir weiter, ne? Ich weiß auch, ich kann mir das schon ganz genau vorstellen, wo ich ihn brauche, aber ich weiß gerade nicht mehr, ich sag, wo es nochmal zu dieser Stelle ging. War auf jeden Fall irgendwo hier lang. Weil ich habe mehrere Stellen, wo ich ihn gebrauchen könnte, zum Beispiel da oben, um in den Norden zu kommen. Da könnte ich ihn gut gebrauchen. Erdbebenohren halten. Bringt bei Boden- und Deckengegnern leichten Schaden. Alles klar. Deckengegner, das könnte später noch interessant werden, wenn die hinzukommen. Ja, bis wir sind noch keinen Gegner mehr gegen die in der Decke sind, aber bald wahrscheinlich, wenn wir schon Orden dafür kriegen. Bald wird es wahrscheinlich so sein. Wenn wir jetzt schon Orden dafür kriegen, wird es mit Sicherheit bald so sein. Genau hier, die Stelle meinte ich. Kommen wir mit seiner Hilfe rüber, ne? Ja, aber sehr knapp, Alter. Oh, wer bist du? Servus. Hey, du da. Schön langsam, Burschi. Nicht so schnell. Jo, die doch schon noch mal wo gesehen. Spricht der wirklich bayerisch? Ajo, sehr ähnlich. Du schaust genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrief, auf dem Steckbier vom Bowser. Und jetzt sag, wer bist denn du? Tatsächlich Prinzessin Peach. Nee. Nicht Spaß. Ich glaub ernst. Natürlich Luigi. Mario! Da schau her. Wenn du der Mario bist, dann muss ich die wohl verdroschen. Ich lieb den Typen, Maler, der spricht einfach bayerisch. Ich will zu Gumbario wechseln, zu Gumbario wechseln! Und ihn scale. Oh Gott, Hilfe! Aua. Immerhin ein Damage weniger. Ach nein. Shit. Oh. Aua. Oh Gott, ey, aua. Oh Gott, das tat grad ziemlich weh. Hier, nimm das und das. Nee, das konnte ich blocken. So, Nesco Barrio, bevor irgendwas passiert, scannt ihn. Da ist ein Buzzer. Er bewacht den Klippenberg. Wow, ganz schön groß, der Vogel. Wow, du hast einen Vogel, Alter. Maximal Kickfahrt KP 40, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wenn du in seinen scharfen Klauen gefangen bist, verlierst du 4 KP. Versuchen dich aus seinem Kiff zu befreien. Seine Spezialkraft ist es, reißenden Wind zu erzeugen. Diese Attacke trifft auch deinen Freund. Aber er hat doch Eier ausgebrütet, nicht wahr? Aber in welcher eine sie ist? Wer weiß.
Come on. Wechsel mal zu Power Carry. Zeig, was du kannst, Power Carry. Rammt einen fliegenden Gegner. Ja, das ist doch perfekt. Bam. Okay, der war neu. Erfrischung. Das brauche ich. Heil mich. Heil mich, Stern. Danke. Mist. Finally. Ja, es hat auch ein bisschen mit... Ich muss dann keinen Gegner mit einem Astro-Schnitt. Ja. Hier ist jetzt es. Shit. Oh fuck. Mist. Ja. Oh, und sieh bitte für meine BP auf. Danke. Und jetzt wird richtig zerstört. Och man, um 1 Millimeter, oder? Und jetzt Mario, mach ihn platt! Jawoll! Wie viel HP krieg ich? Ja, was 16 Platt. 16 passt schon. Holla, jetzt habe ich Dez angejagt. Ja. Ja, gut, das war ein Lusche. Heilung, Heilung, Heilung. Ja. Komm, es gerade wie gerufen. Natürlich speichern. Was noch alles kommt. Ich denke, ihr seht, wie viele Sterne, wie viel Erfahrung ich habe. Und ich glaube, wir sind jetzt in der staubtrockenen Wüste angekommen, endlich. Ja, wir sind glaube ich in der staubtrockenen Wüste endlich angekommen. Hey, hallo, Knabe, na, wie geht's denn so? Man nennt mich Colorado. Ich bin Archäologe und reise um die Welt. Momentan durchkämme ich die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen zu finden. Mein Assistent ist losgezogen, um staubtrockenen Vorposten, der hier ganz in der Nähe liegt, Infos zu sammeln. Leider haben wir bis jetzt noch kein Glück gehabt. Alles, was ich brauche, ist ein kleiner Hinweis. Dann steht eine großartige Entdeckung nicht mehr im Wege. Sind doch Colorado, oder? Ich bin Power Carry und ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Einen Moment, bitte. Hier, wir sind Colorado.
Und dir wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Die Arbeit eines Postbotes ist nie zu Ende. Und Güte, die Himmel. Das ist ein Brief von meiner Frau. Ich danke dir, alte Kuppel. Das ist genau das, was ich gebraucht habe, um wieder Kraft schöpfen zu können. Warte mal, da muss ich mich doch erkenntlich zeigen. Ich bin darauf gestoßen, dass ich hier mitten in den Ausgrabungen steckte. Nice. Sternsplitter. Ja gut, Freunde, dann schauen wir uns mal in der Staubzone wie um, würde ich sagen, oder? Und wir entdecken von Banditen befallen. Ja, nice. Ich mag die Musik hier in der Wüste. Ui! Wow. Einmal mit dem Kreis gerannt. Perfekt. Stumm. Oh, Poppy auch noch. Habt ihr das gesehen, wie eng das gerade war? Und da ist doch safe ein unsichtbarer Block drauf, oder? Ihr könnt mir doch nichts erzählen, da muss doch einer sein. Ja. Soundeffekt Zero-Orden halten. Die Soundeffekte werden Marios Attacke. Ja, warum nicht? Kostet 0 BP wahrscheinlich. Why not? For fun einfach. Just for fun. Genau wie Soundeffekt A. Ich sehe schon, der ganze Part wird nur Erkundung der Wüste, glaube ich. Egal, ich gehe zurück und folge meinem Pfad, wo der hinführt. Vielleicht führt er sogar in die Stadt, nur wie mir weiß. Wobei, warte mal, ich suche mich vorher nicht nach einem Hinweis, wo die ist, wo sich die befindet. Das ist wahrscheinlich nicht der Fahrzeug, ich glaube, den haben wir schon abgelaufen. Servus. Wie groß ist die Wüste, bitte? Oh, hi. Salam, edle Reisende. Auch ich befinde mich auf Reisen, so wie offensichtlich auch. Andere Reisen, die ich treffe, sind für mich wie Brüder und Schwestern. Such dir nach einer Stadt, dann folg diesem Pfad nach Osten. Ein Ort in einem stabtrockenen Vorpost, wird am Ende. Ah ja. Da geht's also zum stabtrockenen Vorposten. Vor Pfosten, wollte ich gerade so sagen. Ich bin auch so ein Pfosten, ey. Junge, wie lange dauert das bitte? Wie groß ist diese Scheißwüste, Alter? Ah, ich glaube, wir sind da. Wir sind da. Das hier ist der staubtrockene Vorposten, nicht Vorpfosten.
Ey, weißt du was? Irgendwo in der Wüste steht ein steinender Kaktus. Gehst du von dort aus 2 nach Süd und 2 nach Westen, findest du etwas Besonderes, aber dennoch musst du suchen. 3 nach Süden und 2 nach Westen. Würde das zu diesem unsichtbaren Block führen? Ich schreib's mir mal zur Sicherheit auf, weil ich nicht weiß, ob wir es in dieser Folge noch hinkriegen, dem nachzugehen, aber ich schreib's ihm trotzdem mal auf. Ich weiß selbst nicht genau, wie man es finden soll, aber du sollst auf jeden Fall dorthin gehen. Hey, willst du das noch wissen? Ich weiß über alles mögliche Bescheid. Die Wüste ist gefährlich. Wenn ich ein Wirbelsturm erfasst, wird er dich davon wehen und du verirrst dich. Auch Banditen treiben ihr Unwesen. Sie erscheinen aus dem Nichts, werden pünktlich an und stehlen dir deine Münzen. Viel zählt man sich das, du hörst besser genau zu, denn die Wüste ist ein Ort ohne Gnade. Ja, ich hab's gesehen. Hey, willst du noch mehr wissen? Ja. Hey, weißt du was? Ich frag dir etwas, worüber nicht viele Leute Bescheid wissen. Geh nach Süden, nachdem du die Stadt verlassen hast. Bald triffst du auf eine Oase, sie ist ein wahres Paradies. Ah ja. Schreibe ich auch mal auf. Ich gehe manchmal dorthin, wenn du dich aussuchen willst, ist das der perfekte Ort für dich. Möchtest du noch etwas wissen, hör dir besser alles an und du wirst es bereuen. Hey, was ich gerade in der Wüste stehen, 3 Bäume, die einen Dreieck bilden. Man sagt, dass du etwas finden wirst, wenn du in der Mitte des Dreiecks in die Luft springst. Du weißt leider nicht, wo diese 3 Bäume stehen. Tja, die Wüste ist groß und alles, was ich weiß, ich auch nicht. Schreibe mir auch mal auf, dass du irgendwo 3 Bäume sind. Hast du noch mehr zu erzählen? Hey, weißt du, dass ich irgendwo in der Wüste stehe, dann Stein. Okay, nee, das war alles, was er zu erzählen hat, okay. Das sind eine Menge Infos auf jeden Fall. Also. Danke dir, Brudi, wir haben ja alle nacheinander abklappern, glaube ich. Vorübergehend geschlossen. Okay. Riechst du das Wort an mich? Ein Komponist bin ich. 1000 Lieder sind in mir. Ich wünschte, ich könnte ein Herz der ersten Texte singen. Ich will Musik komponieren, vorgetragen mit lyrischen Texten. Das ist mein größter Wunsch. Ja, du, es klang doch gerade nicht mal so scheiße. Ja, aber ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal 70. Und ciao.